Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Destiny 2 von mir, ich bin Exos und in diesem Video gibt's einen Guide zu dem verlorenen Großmeister-Sektor Verderben, wo ihr die Möglichkeit habt, einen exotischen Kopfschutz für den Warlock, Jäger und Titan zu kriegen. Wer da noch ein bisschen mehr Infos dazu braucht, in der Infokarte ist ein Video eingeblendet, wie das mit diesen Großmeister-Sektoren funktioniert, wie das Ganze aufgebaut ist mit den Exodrops. Das hier soll einfach ein Guide sein, wie das Ganze einfacher abzuschließen ist. Wir schauen uns das Schritt für Schritt an, was ihr mitnehmen müsst an Mods, an Waffen und an Exos, die genug Schaden machen, um das Ganze solo zu machen. Nun gut, bevor wir hier komplett anfangen, kleines Vorwort. Das Video ist in drei Teile gegliedert. Erster Teil, wie ihr euch ausrüsten müsst, was da die idealen Sachen sind. Dann der zweite Teil, den kompletten Lauf für alle Spieler. Es gibt nämlich eine Waffe, die alle Spieler holen können, das exotische Maschinengewehr Xenophage. Dazu habe ich einen Guide gemacht, mit dem lässt sich das relativ gut machen und ist eine Waffe, die theoretisch alle Spieler holen können. Und zu guter Letzt im dritten Teil die einfachste Möglichkeit, einen kompletten Run mit dem exotischen Granatwerfer Anarchie. Aber diese Waffe besitzen ja nicht viele, deswegen gibt es hier zwei Läufer. Einmal mit dem exotischen MG Xenophage und einmal mit dem exotischen Granatwerfer Anarchie, was da eben der einfachste Lauf wäre, aber halt eben nicht alle haben. Gut, dann würde ich sagen, let's go! Zu Beginn, den Großmeistersektor gibt es in zwei Varianten, 1250 und 1280. Wenn ihr reingeht, empfehle ich euch ein Power Level von mindestens 1231 zu haben, dann habt ihr es nämlich genauso schwierig wie ich in dem Run, das heißt, da habt ihr dann genau die gleichen Schwierigkeitsanforderungen. Wenn ihr es auf 1280 macht, empfehle ich euch ein Power Level von 1251 Minimum, damit ihr das auch auf dem Schwierigkeitsgrad ähnlich habt wie ich in dem Video jetzt hier. Es geht natürlich auch durchaus, wenn man drunter ist, aber das ist jetzt einfach meine Empfehlung, würde ich mindestens ansetzen, dann habt ihr es nämlich eben gleich schwierig wie ich hier im Video, dann ist es vom Power Level identisch. Nun denn, kommen wir zu der Ausrüstung. Bei den Klassen spielt es gar nicht so eine große Rolle, ob es ein Warlock, Titan oder Jäger ist, es geht nur darum, dass ihr den Leere-Fokus auswählt. Ihr braucht nämlich die Leere-Granaten, um die Minotauren-Schilde wegzukriegen, es gibt zwei Minotauren mit Leere-Schild drin. Die Superfähigkeit spielt hier auch nicht so eine Rolle, ich würde vielleicht irgendwas nehmen, was Wurms hat, wo man die einen oder anderen Feinde noch weghauen kann. Dann braucht ihr im primären Slot ein Scout-Gewehr, ist ganz wichtig, denn ihr müsst mit dem Scout-Gewehr die Champions besiegen, dazu kommen wir dann nachher noch. Als Mod empfehle ich auf dem Scout-Gewehr im primären Boss-Spezifikation, denn da macht ihr mehr Schaden gegen die Champions, das sind sogenannte Boss-Gegner. Im sekundären Slot empfehle ich ein Impulsgewehr, unbedingt mit Arcus-Schaden, es wird sehr, sehr viele Arcus-Schilde geben. Und auch hier mit einem Boss-Spezifikator natürlich, damit ihr gegen die Champions auch hier mehr Schaden macht. Dann im Power-Slot Xenophage oder halt eben die Anarchie, je nachdem was man hat. Wir machen als erstes natürlich den Run mit der Xenophage. Wenn ihr das exotische MG drin habt, müsst ihr aber ein paar Dinge beachten. Denn ich empfehle hier auf dem Helm mehr MG-Munition, das heißt diese zwei Mods hier würde ich reinnehmen, damit ihr einfach sicher mehr Power-Munition habt. Ihr werdet es relativ häufig brauchen, das MG. Dann auf den Handschuhen natürlich die Artefakt-Mods, damit ihr die Schilde brechen könnt von den Schild-Champions oder eben die Überladungs-Champions zurückweichen lassen könnt, beziehungsweise ja, dass sie unterbrochen werden. Da braucht ihr die beiden auf den Handschuhen. Brust empfehle ich auch hier, wenn ihr die Xenophage spielt, natürlich mehr Maschinengewehrreserven mitzunehmen, damit ihr sicher genug Munition habt, damit ihr sicher genug Munition mitnehmen könnt, um eben die Feinde dann damit zu töten. Auf den Füßen auch hier wieder MG-Munition, das ist der Schlüsselpunkt grundsätzlich, ja. MG-Munition, einfach, dass ihr da sicher genug Drops kriegt, deswegen auch hier höhere Drop-Rate bzw. mehr Munition, wenn was droppt. Und auf dem Klassengegenstand gibt es zwei. Einmal, dass wenn ihr mit der Granate, also wenn ihr einen Champion zurückweichen lässt, wenn ihr ihn unterbrecht, kriegt ihr Granatenmunition bzw. Energie, ist sehr wertvoll. Und hier haben wir Nummer 2, wenn ihr einen Champion mit einem Finishing Move tötet, kriegt ihr auch hier Power-Munition, dementsprechend wertvoll. Das Ganze ist natürlich im Artefakt zu finden, das heißt Impulsgewehr und Scoutgewehr für die Champions. Ihr könnt das Ganze übrigens auch mit einem Automatikgewehr machen, aber das buggt leider derzeit noch ein bisschen. Ich empfehle da wirklich Scout und Impuls. Dann beim hinteren Slot haben wir eben für die Granatenenergie, wenn wir die Champions unterbrechen, und Kriegsbeute, dass wir mehr Power-Munition kriegen, dass wir insgesamt mit wesentlich mehr Power-Munition handhaben können.
Gerade wenn ihr die Xenophage spielt, ist das sehr, sehr kostbar, weil ihr werdet sehr, sehr viel Power-Munition brauchen. Gut, ich sag's hier nochmal ganz kurz. Ich habe mit dem Power Level 1238 das Ganze gemacht. Das würde bedeuten, ihr müsst mindestens 1231 sein, dass ihr den gleichen Schwierigkeitsgrad habt wie ich. Wenn ihr da drunter seid, wird es wesentlich schwieriger. Wenn ihr 1241 seid, dann wird es um einiges einfacher. Dann ist 1250 gar kein großes Problem. Gut, dann würde ich sagen, let's go. So, und wir starten das Ganze. Zu Beginn habt ihr direkt ein paar Schilde, also Arkus-Schilde, deswegen ja das Impulsgewehr mit Arkus-Schaden, dass ihr hier bei den Harpien ohne große Probleme das wegmachen könnt. Ein kleiner Trick übrigens noch, das Impulsgewehr besitzt ja jetzt den Mod, wo wir eben Schild-Barriere-Champions einfacher töten können, beziehungsweise sie zurückweichen lassen können. Hier habt ihr dann mit dem Impulsgewehr die Möglichkeit, durch das Schild der Hydra durchzuschießen oder auch bei Hobgoblins, wenn sie in ihre Formation gehen, also immun werden, könnt ihr trotzdem Schaden machen. Ist ganz nützlich zu wissen. Tja, dann könnt ihr von dieser Position hier oben eigentlich ohne große Probleme die Harpien wegschießen, bis die dann platzen mit den Schilden und sterben. Und wenn ihr den alle tot habt, müsst ihr ein bisschen nach vorne laufen und könnt hier auf diese Plattform oben drauf. Von hier könnt ihr eigentlich in aller Ruhe die Hydra abschießen. Die kann nicht bis zu euch schießen, das heißt, ihr könnt in aller Ruhe entweder mit dem MG ein bisschen Schaden machen oder mit dem Impulsgewehr drauf schießen. Eben, ihr kommt hier durch ihren Schild durch, durch den Mod mit den Schilden. Auf dem Impulsgewehr natürlich. Dann müsst ihr euch ein bisschen nach vorne bewegen. Wenn ihr hier oben drauf springt, seht ihr, spawnen schon die nächsten Feinde. Das wäre die Welle 2. Es gibt hier in diesem Raum 3 Wellen. Die erste haben wir jetzt schon gemacht. Welle 2 wäre dann eben diese hier. Kommen wieder ein paar Harpien, die müsst ihr einfach wegmachen mit dem Impulsgewehr. Deswegen ja den Arkus-Schaden, der ist super wichtig. Also ein Impulsgewehr mit Arkus-Schaden ist, ja, ihr braucht es einfach. Ohne Arkus-Schaden seid ihr hier total aufgeschmissen, weil die Schilde sonst viel zu stark sind. Dann haben wir diesen einen Minotaurus. Deswegen haben wir den Leere-Fokus ausgewählt. Hier spielt es auch gar keine Rolle, welche Klasse ihr nehmt, ob es Jäger, Titan oder halt eben Warlock ist, ist egal, Hauptsache ihr habt eine leere Granate, damit ihr seinen Schild cracken könnt, dass der weg ist, dass der gebrochen wird. Gut, um die Welle 3 zu aktivieren, springt ihr nochmal oben drauf und lauft bis ganz vorne hin und dann seht ihr, spawnen im Hintergrund die nächsten. Hier sind 2 Hobgoblins dabei, mehrere Harpien und ein Champion. Die Harpien werden hier wieder mit dem Impulsgewehr weggemacht, ohne große Probleme. Da ballert ihr also einfach drauf, zack, 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 gut ist. Und die Hobgoblins könnt ihr aus der Distanz mit dem Scoutgewehr oder auch mit dem Impulsgewehr relativ gut machen. Das dauert einfach ein bisschen. Nun, wenn die Harpien dann tot sind, beziehungsweise wenn es ein bisschen schwieriger wird, könnt ihr auch hier nochmal nach hinten oben hinspringen. Die Harpien haben auch nicht unendlich Reichweite, das heißt, ihr könnt einfach vom hinteren Bereich des Raumes ohne große Probleme die Feinde hier wegmachen. Der hier etwas schwieriger wird natürlich, ist der Champion. Dafür braucht ihr jetzt das Scout-Gewehr mit dem Mod drauf. Der wird euch dann angreifen. Ihr könnt hier links relativ gut stehen. Er schießt dann sehr, sehr häufig in den, ja, also in den Gegenstand rein, der vor euch ist. Könnt da also ein bisschen draufballern. Er wird irgendwann relativ nah kommen. Wenn er zu nah kommt, könnt ihr hier oben drauf springen und von hier aus dann agieren. Er wird dann meistens vorne in die Kante reinschießen und dann habt ihr eigentlich den relativ easy getötet. Kann auch sein, dass man hier ein-, zweimal stirbt. Das ist kein Weltuntergang. Man kann dann von der Stelle weitermachen. Champion logischerweise tot und wir kriegen einen Lebenspunkt dazu. Also das heißt, wir haben jetzt 4 Wiederbelebungen und gehen jetzt weiter. Die Stelle hier ist auch nochmal ein bisschen knackig, denn hier kommt auch nochmal ein Champion auf uns zu. Den finde ich persönlich den schwierigsten Champion von allen, weil er hier relativ gute Fläche hat, auf uns zu schießen. Immer dann, wenn er kommt, versuche ich möglichst weit nach hinten zu laufen, dass die Schüsse von ihm halt eine lange Flugzeit haben, sage ich mal. Man kann sogar ganz nach hinten rennen, wenn er sehr, sehr aggressiv ist, kommt er sogar bis in diesen Raum. Ihr könnt aber hier, wenn er an der Kante steht, man sieht es relativ gut, hat er fast gar nicht die Möglichkeit, auf uns drauf zu schießen. Wir stehen immer so, dass er mit seiner Waffe eigentlich in die Wand schießt und so können wir den hier an der Treppe wegmachen. Auch ohne Probleme immer mal wieder mit der Xenophage draufschießen, lässt sich dann natürlich auch finishen. Und wenn ihr dann den Mod habt, kriegt ihr hier nochmal ein bisschen Power-Munition dazu. Dann haben wir ein paar Goblins, die sind nicht wahnsinnig schwierig, die kann man ohne Probleme wegschießen. Wenn die weg sind, bewegt man sich ein bisschen nach vorne, dann spawnen nämlich die nächsten Feinde.
Hier gibt's nochmal einen Minotaurus, das heißt, schaut, dass ihr die leere Granate oder den leeren Nahkampf bis hier sicher wieder ready habt. Werft es vor euch hin, er soll euch ruhig angreifen, Schild weg, er weg. Und ja, eigentlich ist es dann nicht so ein großes Problem. Aber dass man es einfach weiß, man sollte die Granate sicher bis hierhin behalten, weil es gibt eben zwei Minotauren mit leeren Schilden und die sind sonst relativ zäh, wenn man da den Schaden nicht hat. Hier noch die Hydra, die spawnt übrigens irgendwie immer wieder nach, selbst wenn man sie im ersten Raum tötet, steht sie oben wieder, keine Ahnung warum das so ist, aber ihr könnt auch hier mit dem Impulsgewehr sie wegballern, sie ist ein bisschen schwierig, weil sie Explosivgeschosse hat, könnt zuerst mal die Kleinen töten, dann die Hydra wegmachen und dann ist diese Stelle hier nicht mehr so wahnsinnig schwierig, sage ich mal. Die zwei Champions, die hier jetzt noch stehen, sind folgende. Dieser Schild-Champion, den ihr mit dem Impulsgewehr dann eben brechen müsst und könnt dann relativ gut mit der Xenophage den Schaden machen, den ihr müsst. Im Prinzip so, wie ich es gemacht habe. Übrigens, diese Schalttafel und das ganze Konstrukt hier links ist relativ gut als Deckung, das heißt, arbeitet möglichst viel von da, damit die Feinde da nach Möglichkeit immer reinschießen. Weiter oben haben wir nochmal einen Champion. Wir warten da noch kurz, weil es spawnen nochmal ein paar Feinde nach. Diese zwei Wyvern hier, die sind ein bisschen schwierig zu killen. Es gibt da mehrere Möglichkeiten, entweder ihr haut die mit der Super weg, je nachdem was für eine Klasse ihr habt, könnt ihr da eine ohne Probleme wegmachen. Wenn das nicht der Fall ist, gibt es noch die Möglichkeit, ihn bis zur Treppe zu locken und immer an den Schild zu schießen. Oder ihr haut das einfach mit der Super weg, mit der Power Munition weg, oder eben Super oder Power Munition, geht beides, um die möglichst schnell wegzuhauen, um ein bisschen Zeit zu sparen. Würde ich aber nur empfehlen, wenn ihr auch wirklich genug Munition für das MG habt, aber wenn ihr da alle Mods drauf habt, sollte das eigentlich ausreichen. Nun, hier oben dann den letzten Champion, den wir hier noch töten müssen, sind in der Regel noch zwei Goblins dabei, die sind nicht so ein großes Problem. Er springt sehr, sehr häufig, wenn er da an der Kante steht, hier runter, wo jetzt die Hobgoblins auch runterspringen. Teilweise läuft er auch hinten an der Treppe entlang, ist ein bisschen schwierig, je nachdem wie er sich bewegt. Wenn er auf alle Fälle den Schild macht, so schnell wie möglich wegschießen, versuchen die vorderen Sachen als Deckung zu nutzen, dass er da mit seinen Waffen reinballert und dann einfach mit der Xenophage weghauen. Gut. Wenn ihr 1231 seid oder halt ein bisschen höher, braucht ihr in etwa zwei Magazine mit der Xenophage, um den Boss in diesem Raum hier zu töten. Der Boss ist so ziemlich das Einfachste von dem Ganzen, weil ihr könnt hier auf diese Säule draufstehen. Dann habt ihr in den ganzen Raum, also könnt ihr reingucken, könnt auf den Boss ballern und ihr seht mit der Xenophage, macht ihr da relativ viel Schaden. Also es ist gut Schaden. Ihr braucht da eben so, ja, ich sag 1,5 bis 2 Magazine, um den zu killen. Könnt von der Treppe ausschießen, könnt von dem, ich nenne es mal eine Säule ausschießen und könnt den Boss eigentlich ohne Probleme killen an dieser Stelle. Wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich auch zuerst alle Ads töten, also die ganzen Harpien, die ganzen Goblins, die ganzen Hobgoblins, die hier noch unterwegs sind, könnt ihr theoretisch auch alle killen, wenn ihr wollt, muss aber nicht. Wenn ihr Jäger seid, könnt ihr euch dann, wenn der Boss tot ist, unsichtbar machen und einfach durchrennen und die Box öffnen. Als Titans könnt ihr zum Beispiel die Super zünden und mit der Super dann durchrennen. Also Warlocks müsst ihr unter Umständen die einen oder anderen Feinde töten, um durchzurennen, um dann die Truhe zu öffnen. Weil ihr müsst nur alle Champions töten und den Boss töten, um die Möglichkeit zu haben, die Exo zu kriegen. Also den Exo-Helm explizit in diesem verlorenen Sektor. Großmeister. Gut, das war eigentlich schon der Lauf mit der Xenophage. Ist ein bisschen tricky, braucht ein bisschen Übung, aber sollte so relativ gut gehen. Ist eine Waffe, die ebenso ziemlich jeder holen kann. In der Infokarte, wie schon gesagt, ist sonst noch ein Guide, wie man an diese Waffe rankommt. Als nächstes hätten wir dann noch den kompletten Lauf mit der Anarchie. Ist vom Prinzip her eigentlich immer das Gleiche. Ich werde hier nicht komplett durchgehend reden, wie ich es jetzt bei dem Guide gemacht habe von der Xenophage. Im Grunde genommen funktioniert es identisch wie mit dem exotischen MG, mit einem wesentlichen Unterschied. Wir taggen einfach immer die Feinde mit zwei Anarchie-Schüsse. Wir haben da nämlich sehr, sehr viel Munition. Viel mehr muss ich, glaube ich, nicht sagen. Das heißt, wir haben einen Champion. Wir schauen, dass der zurückweicht durch das Impulsgewehr oder eben durch das Scoutgewehr. Und dann haben wir zwei Anarchie-Schüsse drauf, damit er Schaden kriegt und ballern mit der Primär- oder Energiewaffe einfach weiter drauf. Gut, das hier lasse ich jetzt einfach noch laufen. Ich würde sagen, viel mehr muss ich dazu nicht sagen. Ein bisschen gemütlich Musik im Hintergrund. Für alle, die diesen Lauf auch noch sehen wollen, wie man das mit der Anarchie macht, wünsche ich viel Spaß.
Das war's von mir schon. Lasst gerne ein Like da und einen Kommentar da, um mich und das Video zu unterstützen. Und dann bleibt mir am Ende nur noch zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß noch mit dem Ende von diesem Video. Und wir sehen uns im nächsten Livestream auf Twitch und im nächsten Video auf YouTube. Bis dann.